Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, dieses Mal habe ich vor, euch zu zeigen, wie man selber eine Winter- bzw. Weihnachtsdekoration für den Hauseingang machen kann. Oder um mal genauer zu sein, das wird in meinem Fall dann an der Tür aufgehangen werden. Ja, und mein Grün befindet sich bereits auf dem Arbeitstisch. Ich habe hier Grün einer Nobelist-Tanne. Das hier ist Zypressengrün. Dann haben wir hier etwas Thuja-Grün. Und last but not least ein wenig Eukalyptus. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und mir meinen Tannengrün zurechtschneiden. So, Schere haben wir jetzt hier am Start. Das Ende hier oben, das lasse ich jetzt gleich dran. Aber die anderen Zweige können jetzt in meinem Fall entfernt werden. Die werden aber auch nachher wieder dran befestigt oder dran befestigt werden. Wie gesagt, das hier oben, da könnt ihr da ruhig alles dran lassen. Das wäre jetzt vollkommener Quatsch, das alles komplett zu entfernen. Auch diese kleinen seitlichen Dinger hier, die nehmen wir mal weg. Das war jetzt auch ein Rest von irgendeinem vorherigen Projekt, weiß ich jetzt an dieser Stelle natürlich auch nicht mehr. Ja, und dann kann man sich mal Gedanken machen, wie groß das Ganze letzten Endes nachher werden soll. Ich muss mir jetzt mal eben selber noch meine Gedanken so machen, wo ich das jetzt hier einkürzen möchte. Ne? Könnte man jetzt zum Beispiel an der Stelle hier oder man lässt das Ganze jetzt gewaltig groß. Kommt aber auch drauf an, wie groß ist letzten Endes eure Haustür. Ich habe mir jetzt meinen Tannengrün mal grob vorsortiert, weil dann hat man es nachher ein bisschen einfacher. Ja, und jetzt habe ich hier Bindedraht am Start und der wird an dieser Stelle meines Astes befestigt. So, jetzt verfrickel ich das mal miteinander, damit das nicht nachher die ganze Zeit so hin und her schuckelt. Ja, und den Anfang werde ich jetzt mit der Nobelist-Tanne machen. Hier oben kommt jetzt zunächst das kürzeste Grün hinzu. Ich zeige es euch mal eben. Stellenweise muss das auch noch gekürzt werden, ne? Sowas hier, das wäre jetzt für meine Zwecke einen Tacken zu lang, dass das dann dieses Muster hier nachher ergibt. Dann halte ich mal das Zypressengrün an, bevor ich das zurechtschneide, also halt erstmal anhalten, mal gucken, okay, passt soweit. Aber ich zeige euch das jetzt erstmal hier mit der Nobelist-Tanne. Ich würde auch immer erstmal nur einen Ast dran wickeln, sonst wird das Ganze zu, ja, instabil. Ich werde da jetzt auch immer zweimal drumherum wickeln, immer mal die Form kontrollieren. So, jetzt nehmen wir mal das hier. Das kann einen Tacken kürzer. Das ist jetzt aber auch letzten Endes sehr viel Arbeit nach Gefühl. Ist jetzt für mich auch das erste Projekt in dieser Art und Weise. Habe ich jetzt so auch noch nie gemacht. So. Müsst ihr euch immer merken, das soll letzten Endes hier so eine dreieckige Form nachher ergeben. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich meinen Tannengrün jetzt schon mal grob sortiert hatte. Weil nach unten hinweg kommt dann längeres Tannengrün hinzu. Jetzt geht es hier schon wieder los bei mir. So, jetzt wollte ich ja mal die Zypresse einarbeiten. Mal eben schauen. Na, geh mal hier weg. Die schneide ich jetzt so, dass ich danach auch keine Materialverschwendung habe. Oder um es mal genauer zu sagen, ich will hier auch ein schöneres Ende haben. Ne, so sieht man das nachher überhaupt nicht, dass da eigentlich was fehlt. Leg mir die jetzt auch hier drauf und wickel die mit meinem Bindedraht mal fest. Ich werde das dann jetzt folgendermaßen mit der Zypresse machen. Einmal Zypresse, ist ja jetzt schon dran. Hier kommt nochmal Zypresse und da Zypresse. Jetzt kommt als nächstes mein Thuja-Grün hinzu. Halt mir das hier erst einmal an, bevor ich es halt einkürze. Zack, einmal Thuja, zweimal Thuja, dreimal Thuja. Ne? Hier nochmal eben Lucky-Lucky. So. Hier auch hübsch abschneiden. Ja gut, das hier, das würde ich jetzt letzten Endes beiseite legen. Das gefällt mir jetzt optisch nicht mehr so wirklich. Und dieses Grün wird jetzt einen Tacken tiefer gelegt werden als mein vorheriges Grün. Ich muss ja hier irgendwie mal nach unten hinwegkommen. Und was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, ich habe den Ast hier jetzt noch nicht gekürzt, weil ich mir selber noch nicht zu 100% sicher bin, wie kurz ich das nachher überhaupt haben möchte oder wie lang, um genauer zu sein. Ja, und dann kommt gleich der Eukalyptus hinzu, dann die Nobelist-Tanne wieder, also dann immer der Reihe nach, ne? Immer das Grün schön im Wechsel und dann überprüfe ich auch immer hier mal die Dichte, ob mir das soweit zusagt. Wenn nicht, dann lege ich mir halt nochmal Grün da drüber, ja. Ach, meinen Eukalyptus werde ich auch etwas sparsamer einarbeiten, weil ich habe jetzt auch nicht mehr so viel davon in meiner Werkstatt. Ja, und man muss ja auch mal ehrlich sein, so ein Bund Eukalyptus kostet zumindest bei uns auch immerhin 10 Euro. Und von daher nehmen wir da jetzt mal nicht so viel. Ja, jetzt kommt wieder Tannengrün hinzu. Und das Grün ist jetzt etwas länger als hier mein erstes Tannengrün. Halte ich mir aber auch erst einmal nochmal an. Guck mal, ne, wie viel darf da noch ab? Kleine Stückchen.
Und dann werde ich das Ganze jetzt auch mal für euch beschleunigen. Ich hoffe mal, im Groben und Ganzen habt ihr verstanden, was ich da erstellen möchte. Ich weiß auch selber gar nicht, wie man das nennt, weil ein Türkranz ist es ja jetzt letzten Endes auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt damit angefangen, mein seitliches Grün schräger einzuarbeiten als hier das obere seitliche Grün. Also es wird da jetzt wirklich so dran befestigt werden, hier in der Mitte weiterhin, ich sag mal so nach oben hinweg, aber an den Seiten jetzt wirklich so richtig schräg einarbeiten. Das kann man aber nachher immer alles noch zurechtbiegen. Ne? Hier ist ja jetzt auch ordentlich Bindedraht dran. Das ist jetzt im Nachhinein dann auch kein Problem, aber ich mache das jetzt schon mal ja im vornherein schon mal etwas seitlicher daran. Und ja, dann gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen auf Zeitraffer. Ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt hier noch runterarbeiten werde. Ich denke so höchstwahrscheinlich bis zu dieser Stelle. Ich möchte aber auch noch so einen kleinen Stammbereich nachher ja, sehen können. Aber mal gucken, ne? Weiß ich jetzt selber auch noch nicht an dieser Stelle. Für den Abschluss verwende ich nun kurzes Tannengrün und dann wird mit dem Bindedraht bis zu dieser Stelle hinuntergewickelt werden, ne? Wenn ich mein Tannengrün hier dran habe. Ja, und dann mache ich mir auch mal Gedanken, wo möchte ich das hier einkürzen, also an welcher Stelle. Und dann kann man sich auch noch mal wieder Gedanken machen, wie man das jetzt vielleicht weiter dekorieren möchte. Oder man lässt das Ganze jetzt einfach so, wie es ist. Ne? Das bleibt jetzt wirklich jedem selbst überlassen. Kugeln werde ich aber definitiv schon mal nicht mit einarbeiten. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich ein paar Zapfen. Meinen Bindedraht habe ich mir bereits abgeschnitten und den verfriere ich mir jetzt an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Das Ende, das stecke ich jetzt gleich einfach so hinein. Ja, und dann überlege ich mal weiter, wie ich dekorieren möchte. Meinen Ast habe ich jetzt an dieser Stelle gekappt und alles, was ich nun einarbeiten werde, werde ich mit der Heißklebepistole befestigen. Das hier sind jetzt Fichtenzapfen und hier drin sind jetzt Tannenzapfen und Zapfen einer Schwarzkiefer. Noch mehr werde ich da höchstwahrscheinlich nicht dran einarbeiten bzw. mit der Heißklebepistole befestigen. Ja, und man kann das Ganze ja auch alles noch, ja, ich sag mal, zurechtbiegen, ne? Wenn ihr jetzt der Meinung sein solltet, ach, hier hätte ich es jetzt gerne etwas tiefer oder höher, ne? Wie auch immer, kann man immer noch zurechtbiegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da noch eine Figur oder irgendwas drin platzieren möchte. Ich werde das jetzt erstmal einarbeiten. Ich werde das jetzt erstmal einarbeiten. Ja, jetzt geht es hier wieder los bei mir. Ach, ich bin auch so aufgeregt, ne? Weil so ein Projekt habe ich wirklich noch nie gemacht. Aber ich glaube, das sieht dann ganz cool aus. Diese Fichtenzapfen, die werde ich jetzt vorzugsweise hier am Rand einarbeiten und hier oben drauf die anderen Zapfen. Ne? Aber es kann gut möglich sein, dass ich mir noch irgendwas hinzuholen werde, weiß ich jetzt aber an dieser Stelle auch noch nicht. Noch mehr werde ich jetzt nicht daran dekorieren, aber ich habe eine Kleinigkeit vergessen und zwar mir mal ein Band zu befestigen, woran ich das Ganze dann letzten Endes auch aufhängen kann. Aber das kann man jetzt im Nachhinein auch noch machen. Ja, irgendwie, ja, halt letzten Endes vergessen. Ich mache das jetzt hier einfach mal unterhalb des Drahtes. So, ja, ich lasse mal ein gutes Stück Länge erstmal dran, so als Reserve sozusagen. Wo ist meine Schere? Ja, kann halt passieren, ne? Dass man hier so eifrig am Arbeiten ist und dann sowas letzten Endes auch mal vergisst. Ich glaube, ich gehe hier auch noch mal sicherheitshalber drunter. Nicht, dass das hier nachher irgendwie doch noch verrutscht. Normalerweise kann das aber nicht verrutschen. Da ist jetzt so viel Draht auf der Rückseite. Okay, und dann kann ich das Ganze aber auch draußen aufhängen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch im Bild bin für euch. So,
Das sieht doch echt schickilacki aus. Also ich finde, das sieht richtig cool aus. Ich denke, so könnt ihr das Ganze jetzt auch noch mal besser erkennen. Ja, und ich werde das jetzt gleich draußen an der Haustür befestigen bzw. aufhängen. Und die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!